Meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den heimischen Fernsehempfängern und ein besonders herzliches Willkommen Herrn Eckhard Lehmann aus Dresden. Er schrieb uns eine Postkarte und fragt, wer schaut noch Schwarz-Weiß-Fernsehen? Hallo? Na, Madeleine, wo bist du denn wieder? Hallo? In irgendeinem Keller. Was ist das? Was zum Teufel geht denn hier vor? Was ist passiert? Was ist mit Blackjack los? Können Sie den Ton mal ein bisschen? Hallo. Ja, genau, das bin ich. Ja, hallo, ich bin Frau Wiele. Hallo. Mensch, Sie sitzen hier im Hüttchen und gucken schwarz-weiß. Ja, das ist ja noch richtig urig. Heutzutage werden ja nur noch Flachbildschirme und Kunststofffernseher. Aber ist doch toll, die sind riesengroß, brillante Farbgebung und Sie gucken sich hier dieses, ich meine, das ist auch schön vom Bild her, ne? Ja, das ist aber noch das richtige Flair, wie man das früher so hatte und das interessiert mich. Aha. Ne, diese alte Technik. Und mit der alten Technik bin ich ja sozusagen auch als hobbymäßig groß geworden. Fing das hier mit dieser Kiste an? Nein, das fing anders an und das werde ich Ihnen jetzt mal zeigen. Na denn. Ja, das hier sind meine Schätzchen, würde ich dir gerne mal zeigen. Da sind aber keine Fernseher dabei, das sind alles Radios, ne? Nee, das sind Radios, richtig. Ich mach mal eben das Licht an. Jetzt kann man endlich mal sehen, die ganze Pracht hier. Wie viele sind denn das hier allein in diesem Raum? An die 250. Mhm. Ich habe natürlich noch ein Lager mit Ersatzteilen und weiteren Radios. Da sind noch mal 400 drin, also 650. Über 650 Radios und alles so alte Kisten. Alles alte Kisten, genau. 50er Jahre. Wer solche Radios mag, der sieht auch noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Logisch, oder? Ich frage mich, wie hat das alles angefangen? Ging mit diesem Radio los. Und zwar, ich hatte ein ähnliches Radio damals mit so 7, 8 Jahren auf dem Boden gefunden. Und als ich dann eines Tages wieder in mein Zimmer kam, war das Radio weg. Wie weg? Ja, es wurde entsorgt von meinen Eltern. Und ja. Und dann? Dann habe ich darauf eine Anzeige in der regionalen Zeitung geschaltet mit dem Titel Suche Röhrenradios. Ja, klar. Und seitdem weiß man in Vechta und Umgebung, wohin mit den alten Röhrenkisten. Hierhin, ins Radiomuseum zu Niels Vormoor. Glaubst du nicht? Ha, was hier alles rumsteht, einfach fantastisch, wer's mag. Genau. Hey. So, man noch hört man genau. Nichts. Genau. Und jetzt setze ich die Nadel schon mal auf. Was ist denn das? Das ist eine Schellackplatte mit 78 Umdrehungen. Da könnte ich jetzt von Platte auf Thomann aufnehmen, das wäre möglich. Das haben die damals auch, also die Besitzer damals gemacht. Von der Platte kann man es auf Thomann, genau. Das ist ein Riesenschrank. Kommt woher? Kommt von der Firma Sachsenberg, aus der ehemaligen DDR, Jahrgang 1955, 56. Wie teuer? 9.000 Mark. 9.000 Mark? 9.000 Mark, das kann keiner bezahlt haben. Das kann ja auch keiner verdient haben. Die Frage ist, wer hat sich so ein Gerät leisten können? Das haben Sie das mal rausgekriegt, Nils? Nee, noch nicht. Das aber möchte man ja auch wissen, wer hat das zu stehen gehabt? Ne? Vieles muss er erst reparieren, damit es wieder läuft. Vorsicht, Hochspannung! Nicht anfassen, wenn es leuchtet. Madeleine, sonst schaust du in die Röhre. Was ist... Es ist so aufregend, hier durchzulaufen durch Ihr Museum. Mhm. Aber was ist das für Sie? Wenn Sie das noch so beschreiben sollten, warum das Ihr Herz zum Flattern bringt. Ja, wahrscheinlich haben Sie auch so ein Ding hier drin. Genau, an der Stelle. Der warme Klang der Röhren. Und der Vorteil dieser alten Geräte ist, man kann die Geräte wirklich nur reparieren. Die neuen Geräte, die heutzutage verkauft werden, kann man ja kaum mehr mit einem Lötkolben richtig reparieren. Wollen wir nicht mal irgend so ein kaputtes Teil? Können wir mal gerne machen. Gibt es noch eins hier in diesem Museum, das nicht funktioniert? Genau. Den möchte ich ja auch mal. Das kann ich dir mal beibringen. Ja? Können wir mal machen. Ja. Das ist schön. Alles klar. So sehen die Teile aus, wenn ich sie vom Sperrmüll bekomme. Dieses Radio stand bei einer älteren Dame oben auf dem Dachboden. Guck mal, hier alles beklebt. Genau, alles beklebt mit diversen Klebe-Radio. Aber interessant ist natürlich nicht nur, was außen ist, sondern das Innenleben, damit das wieder funktioniert. Das können wir auch mal umdrehen. Oh, guck mal hier. Das ist sogar nur geklemmt, der Deckel. Den kann man einfach so abnehmen. Genau, das ist noch der Original 50er-Jahre-Staub. Also.
Und jetzt, liebe Zuschauer, eine Premiere. Madeleine mit Lötkolben. Das ist dieser alte Verkorkste, der seit vielen, vielen Jahren da drin war und inzwischen kaputt. Und das ist der neue. Ja, genau. Oh ja, sehr professionell sieht das aus, Madeleine. Team Jubel, hallo! Ja, das ist schon mal viel wert. Wow, Auftrag erfüllt. Ich habe ihn gefunden, liebe Zuschauer, den Mann, der immer noch Schwarz-Weiß-Fernsehen guckt. Nils vom Moor in Vechta. Und der Mann hat außerdem 650 unfassbar schöne Oldtimer-Radios und repariert sie auch noch alle selbst. Und, lieber Nils? Gibt's noch das absolute Highlight. Das ist der 50er-Jahre-Beamer, mit dem wir zweimal im Jahr ein 50er-Jahre-Kino hier im Museum veranstalten. Was hat er für all das verdient, unseren Titel? Außenseiter, Spitzenreiter. Dankeschön. Bitteschön, lieber Nils. Oh,